Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Weihnachten verbinde ich Zeit mit der Familie, die zu verbringen, die man sonst im Jahr wahrscheinlich nicht so oft hat. Auch ist eigentlich immer eine schöne Zeit, eine besinnliche Zeit, eine Zeit zum Runterkommen. Definitiv Familie. Die Familienzeit ist die schönste Zeit, glaube ich. Wenn es draußen dunkel wird und drinnen der Christbaum angeht und die Kinderaugen strahlen, das ist was ganz Besonderes, irgendwie ein schönes Gefühl. So. Zunächst mal am Anfang eine ruhige Zeit, eine sehr familiäre Zeit, die dann meistens aber relativ stressig wird. Für mich war Weihnachten immer sehr viel Schnee, Schlittenfahren, einfach Schneeballschlacht, so, das verbinde ich mit Weihnachten. Eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir natürlich gerade als Fußballer nicht allzu viel Zeit mit der Familie und mit den Freunden verbringen können. Na, vor allem die Zeit mit der Familie, das ist natürlich, als man selber ein Kind war, diese Spannung, diese Aufregung nach dem Heiligabend. Also ich finde es sehr schade, dass umso älter man wird, man diese Gefühle irgendwie nicht mehr so empfinden kann. Das Schöne ist, mit Kindern empfindet man sie wieder ein bisschen neu. Das ist super und da freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf. Jeden Heiligabend, also am 24. treffen wir uns zu Hause mit der Familie, mal bei meiner Schwester, mal bei meinen Eltern zu Hause, aber ja, die Familie ist in der Regel zusammen. Aber jetzt ein großartiger Kirchengänger bin ich nicht, also da wird der Abend wird zusammen verbracht, werden noch ein paar Liedchen gesungen vor der Bescherung und ja, das ist so, würde ich sagen, ein Ritual, was wir pflegen. Musstest du als Kind was aufsagen, wenn du Weihnachtsgeschenke bekommen hast? Ich glaube, bis ich 10 war vielleicht schon so, wo ich schon immer was aufsagen musste. Aber dann war ich ein kleiner Rotzlöffel, glaube ich, dann irgendwann und habe es dann letztendlich nicht mehr machen müssen und habe meine Geschenke so bekommen. Aber ich glaube, ich hatte auch lange Angst vor dem Weihnachtsmann, der nach Hause kam. Hast du noch eine Zeile im Kopf? Also musst du die singen? Kannst du auch aufsagen? Na, Schneeflöckchen, Weißröckchen, warum kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Ja, Respekt. So ungefähr. Meistens war es so, dass wir die Bescherung gemacht haben, dass mein Vater reingegangen hat, eine Glocke geläutet, dann sind wir alle reingekommen und haben aus unseren Geschenkesack die Geschenke rausgeholt und dann ausgepackt, ich mit meinem Bruder und meine Eltern auch ihre. Also da gab es jetzt nichts, wo wir jetzt irgendwie was vorsingen mussten oder so. Nee, ich habe immer direkt nach den Geschenken gepackt. Ich weiß, dass es manchmal Brauch ist, aber da ich nicht so gut in Gedichten oder Singen bin, habe ich darauf verzichtet und habe dann die Geschenke vorgezogen. Ich musste als Kind immer Flöte spielen. Meine Eltern haben mich in Flötenunterricht gesteckt, weil ich zu hyperaktiv war, vielleicht so als Ausgleich ein bisschen. Und ja, da musste ich als Kind dann immer Flöte spielen und ja, nach der letzten Note war ich dann schon eine Sekunde später bei den Geschenken. Bis wann glaubst du, hast du als Kind, also bis zu welchem Alter, an den Weihnachtsmann noch geglaubt? Das kann ich wirklich nicht sagen. Also meine Eltern haben das lange versucht aufrechtzuerhalten. Ich war immer total fasziniert, wie auf einmal dieser Weihnachtsbaum anging. Ne? Wir waren ja alle bei Oma drüben und dann kommen wir bei uns rein und wir sind ja gegangen, es war dunkel und dann kommen wir rein, auf einmal brennen alle Lichter. Nicht ganz genau, aber ich würde sagen, so bis 5, 6 habe ich schon dran geglaubt. Sogar relativ lang zum Glück. Also ich hatte da, solange ich im Kindergarten war, auf jeden Fall. Ich glaube aber dann 1. Klasse, so 2. Klasse war es dann vorbei. Ja, ich denke mit der Grundschule war es dann irgendwann auch wahrscheinlich vorbei, weil irgendeiner mir den Traum kaputt gemacht hat, dass es wirklich so ist. Die haben es, glaube ich, versucht, ziemlich lange aufrechtzuerhalten, meine Eltern. Ich glaube, dass das auch schon was sehr, sehr Schönes ist und ich glaube, dass man das als Elternteil auch versuchen sollte, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, weil für Kinder ist das immer was ganz Besonderes, was man dann verbindet. Also ich weiß früher auf jeden Fall, dass es immer was ganz Besonderes war, dass man nach außen geguckt hat und nach oben geschaut hat, ob der Weihnachtsmann irgendwo langfliegt und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wann mir die Illusion genommen wurde. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr, sehr schön war, früher als kleines Kind daran zu glauben. Was darf zu Weihnachten nicht fehlen? Was ist dir wichtig? Mir ist wirklich der Christbaum wichtig, die Geselligkeit und lecker Plätzchen. Ich esse sehr, sehr gern Plätzchen. Bei mir, bei meiner Familie in Berlin, essen wir an Heiligabend Bratwurst mit Kartoffeln. Und dann geht es zu den Verwandten, da gibt es meistens Hirsch oder Gans. Also relativ lecker alles. Das, was wir immer machen, ist wirklich schön deftig essen und
schön Klöße mit Rotkohl, Entenbraten dazu oder Gans oder was weiß ich. Und ich glaube, in der Weihnachtszeit kann man sich schon einen Bauch anessen. Familientradition ist bei uns halt einfach das Essen, einfach auch am Weihnachtsfeiertag mit der Familie zusammen. In den letzten Jahren, aufgrund meiner Ernährungsumstellung und auch von meiner Familie, läuft das Ganze bei uns dann auch fleischlos ab. Gibt es irgendein Weihnachtslied, was du sehr, sehr gerne hast? Boah, da fallen mir einige ein, die man rauf und runter gehört hat. A War is Over von John Lennon. Das ist so das, was mir am besten gefällt. Ansonsten bin ich nicht so der Weihnachtsliederhörer. O Tannenbaum zum Beispiel. Nee, es gibt eigentlich kein Lieblingsweihnachtslied. Also ich muss sagen, ich hasse die Weihnachtslieder, die auch immer im Radio dann auf und ab gespielt werden. Ja, in der Weihnachtsbäckerei mag ich. Also Last Christmas hört man sehr gerne. Ja, Last Christmas, ich glaube, das ist der Klassiker. Gibt es ein Lied, was du besonders schlimm findest? Irgendwann von Wham ist das, glaube ich, Last Christmas. Wenn es dann im Radio ein paar Mal gelaufen ist, das kann ich dann irgendwann nicht mehr hören. Und mit dem Kleinen jetzt irgendwelche Kinderweihnachtslieder singen, da bin ich auch voll dabei. Kannst du irgendwie eine Zeile zitieren? Musst du die singen? Kannst du auch aufsagen? Ja, in der Weihnachtsbäckerei ist natürlich ein Lied, was hoch und runter läuft, was dann aber nach 3-4 Wochen auch irgendwann so ein bisschen... Ist dann mal gut. Fällt dir irgendwie ein Satz ein aus dem Lied, wie der geht? In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei, aber dann wird's schon eng. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei und so weiter. Ich glaube, wenn ich nach Hause komme und die Musik läuft, dann kann ich dir ein Video schicken, wie ich die Dinger raushau. Was war das schönste Weihnachtsgeschenk, Jule, was du in deinem Leben bekommen hast? Ich weiß noch, dass ich damals, als ich 11 oder so war, ein richtig starkes Fahrrad bekommen habe. Wenn es mich nicht alles täuscht, könnte es sogar mein erstes Bayern-Trikot gewesen sein vom Mehmet Scholl. Daran kann ich mich jetzt erinnern, dass es natürlich was ganz Besonderes war und dass ich das so schnell nicht mehr ausgezogen habe. Das Bitterste war, glaube ich, damals, ich habe einen BMX damals bekommen, als ich, glaube so 8, 9, 10 war. Und hatte ich aber nicht angeschlossen und war nach 2 Tagen direkt wieder weg. Schwierig, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist schon ein paar Jahre her. Jetzt finde ich es schöner, sage ich mal, Sachen zurückzugeben und zu schenken. Ist für mich mittlerweile viel, viel schöner, wie was geschenkt zu bekommen. Aber ich glaube, dass es damals, ich weiß nicht, ob es die erste PlayStation war, wo die damals rausgekommen ist, das war damals schon, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Gab es ein Happy End mit dem BMX-Fahrrad? Hast du ein neues bekommen? Nee, ich musste dann leider die anderen Fahrräder aus der Familie kaputt fahren. Was war dein erstes PlayStation-Spiel, an das du dich erinnerst, was du dann Tag und Nacht gespielt hast? FIFA. 98? 98, ja. Kannst du da noch ein Lied von singen? Was damals so ein. Da gab es ja so bestimmte Lieder bei diesem Spiel. Du wirst mich nicht loppen können mit einem Lied. Liebe Fans, liebe Partner und Sponsoren, ich wollte mich bei euch bedanken für eure Unterstützung im Jahr 2020. Vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt habt die ganze Saison und auch in der Rückrunde hoffentlich noch tun werdet im neuen Jahr. Wir als Mannschaft sind euch sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank für die große Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, auch vor dem Fernseher. Leider könnt ihr aufgrund von Corona, sage ich mal, uns nicht im Stadion unterstützen. Natürlich fehlt uns das sehr und es ist sehr, sehr schade, wenn man in einem leeren Stadion auflaufen muss. Aber wir wissen, dass ihr an den Fernsehern überall mitfiebert und uns unterstützt. Ihr macht hinter den Kulissen sehr viel und vielen Dank dafür, was ihr uns dort jedes Jahr unterstützt. Und letztendlich wünsche ich euch und euren Unternehmen trotzdem besinnliche und schöne Weihnachten und alles Gute fürs nächste Jahr. Vielen Dank für eure Unterstützung in diesen doch schwierigen Zeiten, in diesem Jahr mit Corona. Wir wünschen euch als Mannschaft und ich auch als Spieler alles, alles Gute für die Tage, besinnliche Zeit. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Macht's gut und frohe Weihnachten. Auch von meiner Seite ein frohes, gesundes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Familien. Einen schönen Heiligabend und bis hoffentlich bald mal wieder.